Eine Sache, die wohl schon jedem Gitarristen mindestens ein Dutzend Mal passiert ist, euer Plektrum fällt runter und es ist weg. Eingesaugt vom schwarzen Loch unter eurem Stuhl, an dem Ort, wo auch die ganzen linken Socken aus der Waschmaschine sind, und man findet es einfach nicht mehr und es stört total, weil ihr wart eigentlich gerade am Spielen und jetzt ist das Plektrum weg und wir brauchen aber ein Plektrum für das, was wir tun. Und ab einem gewissen Punkt ist mir das so dermaßen auf die Nerven gegangen, dass ich mir einen coolen Trick überlegt habe, wie ihr nie wieder ein Plektrum braucht. Das Video präsentiere ich euch in Zusammenarbeit mit meinem Partner Elixir Strings. Links zu den Seiten und zur Website von Elixir gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und gucken wir uns nochmal kurz das Vorspiel an. Und falls es einigen von euch schon aufgefallen ist, ich habe im Vorspiel überhaupt kein Plektrum verwendet, sondern gleich diese Technik benutzt, mit der ich eben um das Plektrum herum arbeiten kann. Gucken wir uns das mal kurz im Detail an, denn alles, was ihr dafür braucht, ist ein Zeigefingernagel. Wenn wir ein Plektrum halten, legen wir den Daumen auf den Zeigefinger und klemmen das Plektrum so dazwischen, damit wir hier möglichst viel Spielraum haben und das Plektrum gut sitzt. Wenn das Plektrum jetzt nicht da ist, habe ich mir überlegt, kann ich die Position des Plektrums ja einfach faken, indem ich meinen Zeigefingernagel dafür verwende. Also ich strecke meinen Finger und drücke mit dem Daumen nur so dagegen, um den Finger zu stabilisieren, und lege die Hand jetzt so an meine Seiten, als wäre mein Zeigefingernagel mein Plektrum. Dabei ist es natürlich wichtig, dass ihr einen einigermaßen stabilen Zeigefingernagel habt, der auch eine gewisse Mindestlänge hat. Wenn eure Nägel so ganz glatt abgeschnitten sind, funktioniert das natürlich nicht. Meine Empfehlung für starke Nägel, wenn ihr damit Probleme habt und Sorge habt, dass es euch der Nagel abbricht, die Nägel immer feilen und nicht abschneiden. Denn durch das Feilen werden eure Fingernägel generell auch etwas härter und widerstandsfähiger und natürlich immer viel Kalzium für die Dicke eurer Fingernägel auch. Aber wenn ihr das ein bisschen gemacht habt, habt ihr auf jeden Fall Zeigefingernägel oder generell Fingernägel, die auch stabil genug sind, damit ihr diese Technik anwenden könnt. Und dann könnt ihr das vielleicht einfach mal üben mit einer Tonleiter. Also ihr übt einfach eine Tonleiter, zum Beispiel die Blues-Tonleiter in A. Und schon haben wir das Plektrumproblem gelöst. Wenn ihr also kein Plektrum dabei habt oder es ist wieder runtergefallen oder ihr findet es gerade nicht oder ihr wollt es nicht aus eurem Portemonnaie rausholen, aber mal eben so ein bisschen Single Notes auf einer Gitarre spielen, einfach den Zeigefinger nehmen und schon seid ihr abfahrtbereit. Diese Technik kann euch jetzt natürlich nicht komplett immer überall jedes Plektrum ersetzen, denn es gibt natürlich extrem dicke Plektren, es gibt extrem stabile Plektren und die Plektren sind natürlich auch im Zweifel immer ein bisschen länger als euer Zeigefingernagel. Das heißt, ihr habt da mehr Bewegungsspielraum, ihr könnt da härter in die Seiten holzen als mit eurem Zeigefingernagel. Aber es klingt schon eher wie ein Plektrum, als wenn ihr die Saiten einfach mit euren Fingern zupft. Und das finde ich eben eine sehr, sehr coole Technik, die mir in vielen Momenten einfach schon den Frust erspart hat, jetzt erstmal ein Plektrum zu suchen, bevor ich das spielen kann, was ich eigentlich spielen will. Sondern wenn ich eben so schnell mal on the fly eben mal einfach nur eine kleine Melodie spielen will oder einfach nur, wenn ich in einem Akkord bin. Wenn ich also einen kleinen Lauf innerhalb eines Akkords habe, den ich eher mit Plektrum spielen würde, aber jetzt für die 5 Sekunden mein Plektrum nicht suchen will, mache ich das eben immer mit meinem Zeigefingernagel. Also als Fazit, es ist ein sehr, sehr cooler Ersatz, der euch an vielen Stellen einfach helfen kann, aber natürlich könnt ihr nicht zu 100% immer überall jedes Plektrum ersetzen. Das war auch schon mein Trick für euch, mein kleiner Tipp, um euch eben so ein bisschen unabhängiger von Plektrum zu machen. Ich hoffe, das hilft euch. Wenn ihr noch Fragen zu dieser Technik habt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video, da gehe ich dann gerne drauf ein. Checkt auch meinen Kanal für noch mehr Videos zum Thema Gitarre und lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.